Hallihallo, hier ist das Zweikampfsofa und was spielen wir heute? Diablo, ach nee, das Fast. andere, Van Helsing, ach nee, auch Victor nicht. Victor, Mann, muss ich alles sagen. Ja, wir sollen kehren zum Schloss zurück. Sollen zum Schloss zurückkehren? Ja, nichts weiter als Backtrack. Backtrack. Ich hab Gegner gefunden. Wo haben sie dich gefunden? Na, ich bin mir nicht so sicher, aber auf jeden Fall haben wir uns gefunden. Also ohne, dass wir ein Date hatten. Einfach so. Weißt du, so unangemeldeter Besuch. Keine gute Idee, keine gute Idee. Was jetzt? Wir haben dich fast gekillt, der Sack. Warum? Schon wieder, ey. Ey, Alter, was ist denn hier los? Autsch! Hey! Vorbeigeschossen. Was ist das für ein Ball hier? Achso, das bist du. Ich hab sie platt gemacht mit meiner Blase. Ich hab sie kaputt gemacht mit meiner Blase. Das klingt komisch, ist aber so. Ja, jetzt wo du sagst. Alter, ey. Was hau ich hier rein, ey? Meine Fresse, ey. Und schaff's trotzdem nicht, meinst du? Genau. Hey, Arschloch. Was soll das? Sehen Sie das Assassinen? Wo müssen wir eigentlich hin hier? Ach, da. Nein, das passt ganz gut, du. Doppelter Schaden. Solange das Für wird. Wie lange ist die Frage, ne? Ein paar Sekunden, würde ich behaupten. Wir sind auf dem Weg. Ja, rollenderweise. Ich nehme die Treppe besser. Jo. Bin Toll, fast. Jetzt habe ich doppelten Schaden und keine Gegner. Ich wollte es gerade sagen. Oha, oha. Oha, oha, oha. Der doppelte Schaden bei dem Ding ist noch ein bisschen geiler, muss ich mal so sagen. Ja, das ist schon wieder vorbei. Schon vorbei. Willst du da runter? Scheiße, wollte ich eigentlich nicht, aber es ist einfach so passiert. Ist dich versprungen sozusagen, oder was? Er lebt noch. So ein Arsch, ey. Ja, der nächste kann mich mal. So, auf geht's zum Schloss. Der doppelte Schaden hält doch ziemlich lange. Der war vorher noch aktiv, als wir durch die Tür gegangen sind. Das sieht man an diesem kleinen Symbol, was über dem Lebensbalken flimmert. So, jetzt können wir nochmal eben ins Inventory gehen, gucken und dann sollen wir zum Friedhof. Ins Inventory. Das mache ich gerne, weil ich muss nämlich ziemlich viel verkaufen. Dann gehe ich nämlich gleich zur Tante, um es loszuwerden. Ja, glaube ich auch. Ich brauch auch, genau. Irgendwie muss ich es wieder... Es macht einem zu schaffen, nicht wahr? Zu sehen, wie so viele Jäger im Kampf gegen die Finsternis gefallen sind. Wir haben zu viele Mitglieder des Ordens in Zagoravia verloren, Victor. Wir müssen sie rächen, du und ich. So, dieses Menü finde ich so, wenn ich darüber gehe, bin ich auf einen anderen Reiter, ist alles doof. Doof. Schaden. Diese Folianten finde ich auch irgendwie gar nicht gut. Ja, ich kann mich dann nicht mit anfreuen. Du hast ja schon mal versucht, was zu schaffen mit dem Teil, aber missglückte. Genau, Versuch ist das richtige Wort, ja. Was ist das hier? Kritische Trefferchancen, na super. Tja, das ist natürlich jetzt wieder so doof, ne? Weg mit dem Kack! Kaum nicht hingeguckt, schon verkauft. Genau, so mache ich das mittlerweile auch schon. Der Sensenmann kommt hier weg. Oh, der hat aber Ruheschaden. Aber nur grün. Also ein paar grüne Sachen sind ja auch ganz nett gemacht. So, das ist ein Schaden gegen Phantome. Ich halte... Konnte man nicht irgendwie sortieren? Gab es da nicht irgendwas? Mit dem rechten Stick draufklicken, dann kannst du sortieren. Das mache ich natürlich nicht. Na, genau. Jetzt habe ich's. Doch, wenn du auf zwei Reitern was verteilt hast, um das auf einen Reiter zu kriegen, ist das mal einfach Ja, so. Aber ich will es auf zwei Reiter verteilt haben. Das ist ja, ich will es ja gerade nicht zusammenführen, ja.
60 Schaden, 63. Oh, ja. So, was ist das denn hier? Das hat mir kein Glück gebracht. Weg damit. 20 gegen 40. Tschüss. Jetzt habe ich hier zwei Bögen, zwei Rapiere. Das ist ja auch doof. Nehme ich mal hier das mit. Jetzt gucke ich mal, was hier Was zu. hast du gegen zwei Bögen? Das kann man noch machen. Zwei Bögen? Hä? Was? Was hast du gesagt? Nicht? Rapiere meine ich, Entschuldigung. Also, Ah, okay. das andere. Denn Mensch. das andere, na dann. Schaden um 19% erhöht. Kritische Trefferchance. So, was ist besser? Trefferchance? Oh, fuck. Fuck ist auf jeden Fall besser, finde ich. Ah, nee, ich behalte mein Rapier. Ich kaufe jetzt hier nichts zum Blödsinn hier. So, was hat er hier im Diese Shoppe? Schnauze. Labert mir immer die Tasche voll, wenn ich auf ihn gehe. Goldener Hammer. Der mag dich halt. Ja, Goldkosten erhöht. Das ist auch eine klasse Idee. So, jetzt gehe ich nochmal hier zum Kartenmeister. Dank sei. Schnauze, habe ich gesagt. So, dann muss ich auch mal gucken, was für Karten er hat. The Kann ich die Magician. auch irgendwie sortieren? Ah. Ich könnte eine Karte für zwei kaufen, okay. Der Exorzist, was soll das? Der Scharfrichter, ach so. Echt jetzt? Ah, das ist ja Oh auch Gott, cool. mit dem Bischof kann ich mich gerade totwerfen. Was soll ich denn damit? Moon 3. Ich bin mit dem Moon ganz witzig, also ganz glücklich. Ja, weil du mit dem Rapier viel kritischen Treffer machst, ne? Ja, weil ich habe ziemlich oft diesen blauen Teil unter mir. So, was habe ich dafür eingenommen hier? Warte mal, sortieren nochmal nach Seltenheit sortieren. Bischof habe ich auch zwei Karten. Einmal eine Sechser Bischof, das ist was ziemlich cool ist. Aber er bringt mir keine Energie. Also ich habe ja versucht, mit dem Bischof klarzukommen, aber der Bischof hat mich nicht gemocht. Er hat dich nicht gemocht. Was ist denn Warrior? Weg. Oh, was ist das denn hier? Bösartiges Schwert des Blutegels. Das hat ja irgendwie gar keinen Schaden. Aber ich erhalte maximale Gesundheit zurück. Na toll. Oh, es gibt eine Karte, die bringt 0. Eine Stufe 0. The Fool heißt der, also der Narr. Hat keinen Effekt. Kostet mich 2000. Warum hat das Huhn die Straße überquert? Fragezeichen. Um auf die andere Straßenseite zu explodieren. Bitte? Hä? Ich kaufe mir das Ding mal. Einfach, es kostet mich 2000. Ich nehme es auch gleich mit ins Inventory. Ich tausche es auch übrigens gleich aus gegen eine andere Karte im Spiel. Aber ich will sie auch unbedingt gleich mal ausprobieren, weil ich hatte hier einen witzigen Effekt. Klingt total witzig. So, und den hier, den hole ich mir gleich. Stärke 2. Also auch niederstufige Karten verkaufe ich inzwischen nicht mehr, weil damit das immer passt mit den Schicksalspunkten, damit ich auch die maximale Schicksalspunkte ausnutze. Echt, ich hab's alles lustig verkauft. Lustig verkauft. So, ich wäre soweit. Echt jetzt? Nee, ich wollte nochmal eben bei. Wer hat denn eigentlich hier Kräfte? Verkauft einer Kräfte? Dieser Ort ist ver. Kräfte? Was für Kräfte? Naja, so diese Die Dinger. Dämonenkräfte verkauft die Nein, die einer? Nee, verkauft ne? keiner hier. Nee, du hast recht, ja. Es gibt keinen. Auf dem Reiter hier vielleicht? Nee, kann ich nur zurückkaufen. Ja, der Typ verkauft dann nur Karten, oder? Dank Verkauft auch sei dir. Kräfte. Verkauft du Karten, ja. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Ich habe meine Waffe gerade equipped und de-equipped sozusagen. Nochmal. Ja, den Narr habe ich auch. Nein, ich bin im Shop. Ich mache das jetzt nicht, Mensch. Komm, mach nochmal bitte. Los, mach. Nein. Mach, Nein. mach. Was ist das? Der Erfinder verdoppelt den Schaden und erhöht die Reichweite und die Effektivität von Bomben. Hinterlässt eine Frostbombe, wenn du ausweichst. Okay. Krasse Okay. Karte. Krasse Diese Karte. Karte kann ich nur einmal ausrüsten, die ist einmalig. Ja, schön.
Aber Bomben, ich zünde so gut wie keine. Ich habe gerade 4 Bomben, das ist alles. Ich hab noch 6 Bomben und ich benutze sie sehr oft. Nein. Was mich daran erinnert, noch welche kaufen. Fertig. Lebensdiebstahlbombe ist ja auch nett. Aber davon habe ich auch schon 10 Stück, das ist ja cool. Eine Blitzbombe. Und eine Adrenalininjektion. Wollen wir gehen? Ich stehe an der Karte und würde zum Friedhof reisen wollen. Der Friedhof. Betreten. Jetzt habe ich nicht auf die Uhr geguckt. Da sagt er mir, ich solle Gargoyles erschlagen mit Fernkampfattacken. Yay, mein Level. Erschlage Monster mit Dämonenkräften. Nicht mal schlecht. Erschlage Champions, ja. Erschlage Darin, die fürchterliche Seele. Das kriegen wir hin. Das sage ich dir, kriegen wir hin. Ich würde gerne mal dann, dann auch mal eine andere Waffe equippen, nämlich auch einen Granatwerfer. Habe ich noch nie ausprobiert. Was für ein Granatwerfer? Ja, ein einfacher. Du hast auch so eine Handfeuergun mit einem Schuss, oder was? Ja, mit einem Schuss, genau. Nehme ich auch mal eine Zweitwaffe. Aber mal gucken, wie das ist. Ja. Ist ja nett. Ist ja nett. Nein. Beschwer dich noch. Kundschaft. Gargold. Rocks the house. Hüpfende Betty. Und Weitschuss. Wo müssen wir da hin? Da unten mag es Gargold regnen, Victor, aber hier oben im Himmel scheint die Sonne den ganzen Tag. Keine Sorge, ich bin nicht dein Gott. Ich bin, was Gott gerne sein würde. Aha. Die Stimme hat ein bisschen einen kranken Charakter, ne? Ja, das Schlimme ist, das ist noch eine weitere Stimme in meinem Kopf. Weißt du, auch wenn es nur ein Spiel ist, die anderen Stimmen in meinem Kopf sind ja auch schon da und dann redet der auch noch. Ich bin immer verwirrt. Hey je, so viel Stimmen in einem Kopf. Dass also alles reinpasst, ich bin begeistert. Erschlage Gargoyles mit Fernkampfangriffen. Haben wir gleich geschafft, oder? Sind wir schon gut dabei, würde ich sagen. Ja, gar nicht. Was ist das? Was ist das? Es verfolgt mich. Ich wollte gerade sagen, ich kümmere mich mal um ihn, jetzt ist er weg. Der nervt ja ohne Ende, der Typ. Jo, Gargoyles, alle weg. Jetzt kann ich wieder normale Nahkampfangriffe machen. Eine Lebensaura selten. Oh ja, ich habe so eine Lebensaura auch aktiv hier. Du rennst ja auch ein bisschen chaotisch über die Gegend hier, ne? Ist dir schon klar. Wir waren hier noch nicht, ich dachte, wir rennen mal eben zurück hier oben. Ja, da hast du schon recht. Dann gehe ich hier, habe ich ja nichts gesagt. Gut gemacht. Oh oh. Oh oh. Wie komme ich da hoch? Springen? Nein, komm nicht. Maschinengewehr. Maschinengewehr? Was ist Maschinengewehr? Da war noch der Maschinengewehr-Typ da oben. Meinst du, ich lüge? Kann ich den anbritzeln? Ja, klar. Das geht. Alter, der hat mich fast getötet hier. Uah. Ja, es geht gut. Da komme ich nicht hin. Der Hills geht nicht runter von dem Typen da. Wie komme ich da hin? Hier. Nee. Hier. Ja, bin auf dem Weg. Jo, hier ist irgendwie die Tür. Wollen wir nicht hin? Hier waren wir. Hier sind wir gestartet. Echt jetzt? Ja. Dann vielleicht hier. Das ist bestimmt ein Secret, oder? Hä? Der ist immun? Alle Gargoyles, wenn sie so stehen, sind sie immun, ja. Wo denn? Hab ihn. Da hinten ist eine Kiste, siehst du es? Da unten. Naja, dann hüpfe ich da mal hin. Hab sie. Mal wieder nur Geld. Ja, für einen blöden Folianten, das ist ja... Wer will denn schon voll... ich häng in der Grafik, auch nicht schlecht. Ja, dann wieder zurück, ne? Alter, die Karte ist richtig groß. That's what she said. That's what she said, genau. Wir sollten gleich nochmal über
Schuhe zu binden nachdenken. Du mit deinen Schuhen. Du solltest dir mal welche mit Klettverschluss kaufen, finde ich. Mängste. Ich habe ja welche mit, ja. Upsi. Au. Au. Warte. Ich habe ja welche mit Hickies. Die sind auch sehr geil. Hilfe! Sind immer noch nicht weg. Er ist gerade immun. Ging ziemlich viel. Das kümmert meinen Blaster gar nicht. Hochnotpeiniger irgendwas mit Schnibbeldübbel. Ich habe nicht lesen können, so viel war das. Da stand da viel. Also, oh. Da unten sind zwei Totenschädel. Ja, da will ich aber nicht runter. Doch, da gehen wir gleich runter. Aber das machen wir nach der Werbepause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.